Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zum Thema Holzrahmenbau. Heute geht es um die Elemente Fenster und Tür in einer solchen Wand. Wie sind die Elemente aufgebaut? Zum einen und zum anderen, wie bringe ich die in eine solche Wand unter? Ja, hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung zu der Wand. Die ja Voraussetzung eben ist für ein Fenster und eine Tür. Diese Wand ist ja ungefähr 4 Meter lang hier im Modell. Sie besteht aus, in der Realität natürlich, aus KVH-Holz in der Dimension 4 cm mal 12 cm. Das sind die Stützen, das sind diese Zwischenbretter, aber auch die obere und untere, das obere und untere Begrenzungsbrett. Also alle Elemente bestehen aus genau diesem KVH-Holz. Der Rasterabstand zwischen den Stützen, also von Mitte einer Stütze zur Mitte der nächsten Stütze, sind 62,5 cm. Dieses Raster habe ich gewählt, weil die USB-Platten, mit denen ich diese Wand beplanke, eben genau diese 62,5 cm haben. Wer sich mein Video angeguckt hat, wie zum Thema Wandaufbau und wie ich Wände verbinde und auch wie ich die Beplankung aufbringe, der ja, weiß eben darüber so ein bisschen Bescheid. Für alle anderen eben nochmal die Zusammenfassung, dass das Raster meiner Stützen oder Pfosten eben dem Raster oder der Breite der USB-Platten, die ich verwende, entspricht. Es gibt auch 67,5 cm breite USB-Platten, die ich jetzt noch kenne. Also würde man dann, wenn man diese hat oder diese verwenden will, ein Raster von 67,5 cm wählen. Verwendet man irgendwas anderes, kann man das Raster auch dem anpassen. Dabei ist immer zu beachten, je nachdem, was man baut, baut man ein kleines Gartenhäuschen, eine Garage oder gar ein Wohnhaus, ist natürlich auch die Statik entscheidend. Also beliebig weit dürfen die Stützen nicht auseinander stehen. Und wenn sie weit auseinander stehen sollten, dann müssen sie natürlich auch etwas kräftiger sein. Aber in den Staaten, und das ist so hier diese Holzrahmenbauweise, die ich beschreibe, wie es dort in den Staaten Kanada und Australien gemacht wird, da haben diese Stützen ein Standardmaß, also in der Tiefe variieren sie natürlich, in dem, wie dick meine Wand sein soll. Aber in der Breite hier, in der Stärke 4 cm, das ist so das übliche Maß. Da heißt es 2x4 Studs und 2x6 Studs, also 2x4 Inch und 2x6 Inch. Und das sind ungefähr bei 2x4 Inch sind es diese, genau gesagt, 3,8 mal 10 cm. Also das, was ich hier verwendet und eingezeichnet habe, ist sogar ein bisschen kräftiger, ein bisschen breiter. So, und das ist so die Voraussetzung. Oder der Aufbau der Wand. Und nun kommen wir mal zu den Elementen Tür und Fenster. Das habe ich schon vorbereitet. Da gehen wir mal hier ganz rechts rüber. So, Tür und Fenster. Man kann wirklich eigentlich sagen, eine Tür und ein Fenster sind mal unabhängig von der Wand. Die haben einen bestimmten Aufbau. Und wenn ich den, wenn er Licht habe, weiß, dann kann ich diese Tür oder dieses Fenster als Element irgendwo in meiner Wand platzieren. Muss dann noch mal ein bisschen mit meinen Standard Raster Pfosten oder Studs, so heißt die Dinger auf Englisch, ein bisschen variieren, entweder was wegnehmen oder sie öffnen. Aber im Grunde genommen kann man hier diese Elemente Türen Fenster an einer beliebigen Stelle platzieren. Fangen wir mit der Tür an. Die Tür hat ein Element weniger, sie besteht aus einem Sturz, das ist der hier oben. Wie auch Wände natürlich, die aus Stein gemauert sind, hat jede Öffnung oder im Holzrahmenbau jede tragende Öffnung, also eine Öffnung, über der sich irgendwie an irgendeiner Stelle ein Balken befindet, von der Decke oder von der Zwischendecke oder vom Dach. Hat also so einen Sturz und der Sturz ist natürlich etwas kräftiger, stärker als
das einfache Brett und hat die Aufgabe, die Last aufzunehmen, also sich also nicht verbiegen bei der darüber liegenden Last und die Last weiterleiten und zwar in die Erde. Und dass das geschieht, dazu gibt es bei jedem Sturz eben zwei tragende Pfosten, auf denen dieser Sturz aufliegt. Und diese tragenden Pfosten, die leiten die Kräfte in die Erde. Je nachdem, wie breit diese Öffnung ist, das hier ist eine Öffnung von einem Meter. Man hat aber auch, bei Türen ist es normal, man hat aber Doppeltüren oder aber auch vielleicht Fenster, die 1,5, 2 oder 3 Meter breit sind, variiert natürlich die Stärke des Sturzes. Für solche Standardöffnungen gibt es so Standardmaße von Sturzen, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die findet man, wenn man sich die amerikanischen Bauvorschriften anguckt, die nennen sich Code, ja, und da steht dann so ungefähr bei einer Standardöffnung von 1 Meter oder 1,40 Meter maximal kann man einen Sturz aus den Materialien bauen. Darüber hinaus muss so ein Sturz berechnet werden von einem Statiker. Da drüben ist es nicht anders wie bei uns, also auch statisch, auch die Statik ist dann wird bedeutend, aber hier in den Do-it-yourself-Projekten, so wie man es selbst macht, ist es, glaube ich, ausreichend, wenn man weiß, man muss hier auf jeden Fall einen Sturz einbauen und dieser Sturz steht auf Trägern. Hat man breite Öffnungen, dann reicht vielleicht nicht nur ein Träger hier aus, eine Trägerstütze, dann kann man auch 2 oder 3 Bretter nebeneinander nageln. Das sieht man auch häufig dann in den Wandkonstruktionen, die weitaus breitere Öffnungen haben, um eben die Last aufnehmen zu können. So, und das ist eigentlich auch schon fast die Tür. Um die Tür dann ja auch in der Wand zu verankern, bei der Tür wird es nicht so richtig deutlich, beim Fenster hier links schon eher, gibt es noch diesen Außenpfosten, der nennt sich Kingstud. An dem sind sowohl der Sturz hier oben, und hier in dem Fall würde ich mal sagen, 6 Nägeln auf beiden Seiten, als auch hier der Trimmer, so heißt nämlich dieser innere Pfosten oder Ständer, sind die angenagelt. Ich will mal so meinen, dass man hier alle 20 Zentimeter immer 2 Nägel nebeneinander setzt und somit das Ganze, oder die Tür als solche, als Element zusammennagelt. Die Nägel, vielleicht das noch als Hinweis, sollte man nicht unbedingt immer nur gerade rein nageln, sondern auch denken, daran denken, wenn man sie so etwas schräg rein nagelt, dann erhöht es die Festigkeit. Natürlich macht es auch es etwas schwieriger, falls man sich vertut, die Nägel wieder rauszuholen. Ich spreche mal von Nägeln, weil im Holzrahmenbau nagelt man für gewöhnlich und schraubt nicht. Es ist ähnlich wie beim Dachaufbau. Nägel sind eben so ein statisches Element. Gegenüber von Schrauben sind sie da flexibler und stabiler. In den Schalen gibt es auch Schrauben. Das sind dann spezielle Schrauben, die ähnliche Eigenschaften haben wie auch die Nägel. Ganz standardmäßige Holzschrauben sind eigentlich nicht die richtige Wahl für solche Konstruktionen. Also deswegen spreche ich auch immer vom Nageln, zumal Nägel auch auf der anderen Seite wesentlich günstiger sind als Schrauben. Und wenn man eine Nagelpistole hat, sich auch wesentlich schneller verarbeiten lassen. So, das nur so am Rande zu den Bindern, nämlich die Nägel, um alles miteinander zu verbinden. Dann gehen wir mal zu dem Fenster. Das Fenster ist eigentlich genauso aufgebaut. Es hat ebenfalls den Sturz. Es hat die Trimmer, also die tragenden Pfosten des Sturzes. Es hat die Kingstuds, also die Pfosten. Und hier sieht man ziemlich deutlich, das Fenster endet ja mit dem Sturz nicht oben an der oberen Leiste der Wand oder an dem Brett der Wand, sondern hier irgendwo in der Mitte. Aber um dieses Element Fenster eben auch in der Wand nicht nur unten, sondern auch oben fixieren zu können, gibt es eben hier ziemlich deutlich diese Kingstud, also diese äußeren Pfosten.
Und im Fenster, im Gegensatz zur Tür, hat natürlich noch ein Fensterbrett. Das wiederum liegt auf ebenfalls eigenen Pfosten. Ja, und das war schon mit dem Fenster. So sind Fenster und Türen aufgebaut und diese Elemente, wenn sie eben meiner vorgegebenen Größe entsprechen, Innenmaß, also Innenbreite, Innenhöhe, sowohl Fenster als auch Tür, kann man dann einfach so nehmen und irgendwie in seine Wand, die man erstmal so layoutet hat, setzen. Im 3D-Modell geht es ziemlich gut. Man kann sich das natürlich auch als Zeichnung erstellen. Und das sieht dann, man hat es ja schon gesehen, dann fertig so aus. Hier will ich nochmal kurz auf das Rastermaß und auf die Standardpfosten oder Stützen hier eingehen, die in der originalen Wand oder in der Ausgangswand vorhanden sind. Dazu stelle ich mal die beiden Elemente, also die Ausgangswand und dann die fertige Wand mit Pfosten, mit Tür und Fenster gegenüber. Kurz zum Raster. Also das Raster hier links, also die einzelnen Pfosten im Raster, die finden sich hier rechts auch wieder. Und es sieht zwar ein bisschen schräg aus hier, diese Pfosten hier oben und hier unten noch zu haben. Man könnte meinen, ja, in der Mitte reicht einer und unten in der Mitte reicht einer. Statisch ist das dann auch sicherlich ausreichend. Jedoch die Position dieser Rasterpfosten hat auch einen Grund und sollte beibehalten werden. Wir können noch mal kurz durchgehen. Das ist ein Rasterpfosten, den finde ich hier wieder in der fertigen Wand. Das ist ein Rasterpfosten. Der dritte, der hier, den finde ich hier wieder. Der ist hier zwar unterbrochen durch das Fenster. Der nächste käme dann hier und so weiter. Hier an der Tür wäre einer, ich glaube, genau links hier an dem Trimmer. Den kann man natürlich weglassen, weil der schon in die Öffnung geht. Den muss ich auch weglassen. Dann gibt es einen weiteren, der auch im Grunde genommen durch die Tür hier gehen würde. Den muss ich auch weglassen. Und der vorletzte, das ist wieder der hier rechts. Und dann kommt natürlich der abschließende Pfosten. So, und warum habe ich diese Pfosten oder Studs da belassen, wo sie sind? Und nur ausgespart, wenn man so will. Ganz einfach, wenn ich hier USB-Platten oder andere Platten aufnagle, auch wieder nageln, ja, dann enden die immer an einem Vielfachen von 62,5, und wenn ich von links nach rechts USB-Platten aufnagle, dann endet eine womöglich genau an dieser Stelle hier, also oberhalb des Fensters, unterhalb des Fensters. Und wenn ich diese Pfosten weglasse, dann hängen die USB-Platten an den Stellen in der Luft. Ich habe also keinen Untergrund, auf dem ich diese USB-Platte fixieren kann, und von dort beginnt dann die nächste USB-Platte. Also wenn ich darauf nicht achte, meinen Raster nicht beibehalte, sondern sage, okay, ich baue mir hier einen Pfosten, setze ihn in der Mitte, schön und gut, statisch, alles in Ordnung, nur ich habe ein Problem, wenn ich meine Platten annagle. Und das ist der Grund, warum man das Raster auch mit Elementen im Grunde genommen beibehält. Jo, das war es auch schon zu diesem Thema. Im Grunde genommen mit dem Video davor und diesem Video hier wisst ihr, wie man eine Wand aufbaut, wie man Wände verbindet und wie man eine Tür und ein Fenster in die Wand einbringen kann. Also, wenn ihr jetzt sagt, das ist ja alles so einfach, wie ich finde, man muss es nur ein bisschen verinnerlichen, sich nochmal einige Videos angucken, glaube ich, aus Amerika oder aus Kanada. Es gibt da etliche sehr gute Videos, und nicht immer muss man des Englischen mächtig sein, um zu sehen, wie man sowas zusammenbaut. Deswegen habe ich das hier auch ein bisschen übersetzt, diese Bauweise, dass man hier mal auf Deutsch so die Grundkonstruktion sieht, und wenn man es dann wirklich machen will und ins Detail gehen will, dann sucht man eben sich die entsprechenden Videos raus. So habe ich sie jedenfalls gemacht, und dann reicht es vielleicht auch, wenn man sie sich langsam anhört oder aber auch mal anguckt. Also, wenn ihr jetzt Lust habt, sowas zu bauen, euer kleines Gartenhäuschen oder einen Schuppen auf diese Art und Weise, probiert es einfach aus, macht unheimlich viel Spaß. Viel Spaß euch bei eurem Projekt, und danke fürs Zuschauen.
Bye bye.